Kalik. So, das muss jetzt nah sein. Jo, sehr schön. Ein UFO ist abgehauen, drei Abductions, zwei Shutdowns und 888 Dollar. Carry on. So, bevor wir jetzt irgendwas machen, haben wir Geld zum Ausgeben. Und von den 888 können wir sogar noch ziemlich viel behalten, weil wir halt nicht so viele Flugzeuge haben, weil wir nicht so viele Gebäude haben. From what little I've seen of their technology. If the aliens were intent on conquering Earth, there's not much we could do to stop them. Ja, das ist richtig. I'm guessing they have something else in mind. So, was baue ich jetzt zuerst? Momentan können wir nur drei Satelliten im All haben. Wenn ich jetzt noch einen bauen würde, wären es fünf. That hulk of flesh and metal troubles me. What do we risk with our own investigations into the melding of human and machine? Will we see a line in the sand and refuse to cross it? Or will we move forward, willing to sacrifice everything for the sake of total victory? I have to believe that is not our future. Provided, of course, that the aliens' technology remains in the right hands. Ja, ja. Brauchen wir vier für Europa. Also ich könnte jetzt noch zwei Satelliten in Auftrag geben. Eine sogar mehr. Und noch ein Satellite Uplink schnappen. Oder ich baue hier unten meinen ersten Workshop, damit die Sachen günstiger werden. Also hier ist aber den Workshop und hier die Akademie. Ich brauche bald einen Generator. Also ich mache hier jetzt Excavate, damit wir dann in 5 Tagen hier den besseren Generator bauen können, den Steam Generator. Dann kann ich ein zweites Labor bauen. Nein, nicht genug Scientists. Okay. Alien Containment ist Priority. Dann könnte ich hier das Alien Warum da? Ich könnte hier das Alien Containment hinbauen und dann später hier die Workshops. Ja, das heißt hier die 5 Felder wahrscheinlich werden dann Labore, genetische Dinger und Psi und blubliwub, weil die alles decken. Ja. Braucht mehr Power. Repair Bay. Zählt als Workshop. Okay, müsste also auch hier unten irgendwo hin. Bis der Generator da fertig ist, dauert es fast einen Monat. Das heißt, ich baue lieber hier noch einen kleinen Generator hin. Für später. Also erstmal für jetzt, damit wir die neuen Gebäude bauen können, aber auch für später, damit dann hier der nächste Steam Generator hin kann, sobald der nicht mehr ausreicht. Dann sollte ich auf jeden Fall noch ein Flugzeug bestellen. Order. Und die sind alle einsatzbereit. Oh, sehr schön. Ganz, ganz viele UFOs zerstören. Und ich bestelle sofort ein... Was? Ja, da fehlt einer. Higher Soldier. Higher Soldier. Ein. Achso, mit einem sind wir dann auf 40. Plupp. Auch wenn er später auf 50 aufgestuft werden sollte, aber jetzt gerade ist es nicht wirklich hundertprozentig notwendig. Engineering. Ich hätte jetzt gerne mindestens... Das reicht schon gar nicht mehr, ne? Ich wollte gerade sagen, mindestens zwei Satelliten und ich habe gar kein Geld dafür. Submit. Wobei die zwei, die jetzt kommen... Sind nicht mehr angezeigt? Also die zwei, die jetzt kommen, sollten reichen, um zumindest jetzt drei Länder aufrechtzuerhalten. Mehr können wir wegen fehlendem Satellite Uplink eh nicht. Und so schnell kann man Geld verballern. Aber ich hoffe, einigermaßen sinnvoll. Noch irgendwas hier freischaufeln? Könnte ich ja. Brauche ich das? Nein. Wir haben jetzt mindestens noch 10 Tage, wo wir irgendwas Sinnvolles bauen können. Und da das dann entweder ein Workshop ist oder die Zelle. Ist egal, wo wir beides hinsetzen. Weil das Layout diesmal wesentlich angenehmer ist. Nö, ich behalte das Geld einfach, warte auf die nächste Mission und wenn die abgeschlossen ist, haben wir wahrscheinlich wieder über 200
$5 und damit bestelle ich dann den nächsten Satelliten, einen Backup-Satelliten. Alien Weaponry erforscht. Wir kriegen Marksman Scope. Beides, wobei das Marksman Scope weiß ich gar nicht. Ja, Ability to hit targets beyond visual range with Marksmen and Strike Rifles. Ja, könnte man Snipern geben, zusammen mit dem anderen Gewehr, dass sie sich bewegen können und schießen. Aber das da ist sehr, sehr wichtig für eine sehr lange Zeit. Nächste Forschung sind Beamlaser, weil ich möglichst schnell Laser haben möchte. Zum einen wegen dem einen Punkt mehr Schaden, dann aber auch wegen der höheren Trefferchance. Und Waffen sind immer wichtig. Das heißt, zuerst kommen jetzt die Beamlaser, dann kommt die Stun Gun, um auch ein, zwei Leute zu verhören, möglichst früh, um dann Research Boni zu kriegen. Und das dauert mir alles viel zu lange. Nö. Beamlaser, 15 Tage. I appreciate your efforts to support the research team, Commander. I've already put the new recruits to work in the lab. Stimmt, wie viele haben wir jetzt da? 16. Wenn wir noch ein paar bekommen, also noch 3, um genau zu sein, können wir das nächste Labor bauen. Für nochmal einen Research Boost. So, da ist der nächste Research Boost. Laboratory online. Das heißt, wir sollten jetzt nicht mehr 15 Tage brauchen, sondern 13. Schön. So, jetzt hätte ich gerne. Oh. Das ist jetzt unpraktisch. Ich habe nicht genug Waffenfragmente. Aber ich weiß, ich werde später Unmengen an Waffenfragmenten überhaben. Und Nikiri haben wir früher recht schnell verloren. Da jetzt ein Panikschild aufzubauen, klingt irgendwie ganz gut. Muss man ganz kurz gucken, was die nächsten Forschungen und so weiter brauchen. Zehn Waffenfragmente? Nee, das sollten wir haben bis zu dem Zeitpunkt. Also in 13 Tagen haben wir bestimmt noch ein, zwei Missionen, dann kriegen wir auch genug Waffenfragmente. Das sollte passen. Die Beamwaffen selber brauchen jetzt ja auch noch 13 Tage, bis sie da sind. Und wenn ich sie dann herstellen will, ich glaube, die brauchten nur Alloys und Geld. Die brauchten, glaube ich, keine Fragmente. Aber auch da sollten wir es dann bekommen. Das heißt, ich mache jetzt den Request. Da bekomme ein Ingenieur mehr. Das heißt, die Sachen sind auch günstiger. Und Nigeria kriegt halt ein Panikschild. Der nächste Satellit kommt wann? In 2 Tagen. Wir haben ja hier Deutschland und... Wer wollte noch einen? Deutschland und UK. Da muss ich halt gucken, wem ich das gebe. Wahrscheinlich eher Deutschland, weil Deutschland ein bisschen mehr Panik hat als UK. UK hat gar nichts. Und Deutschland gibt auch mehr Kohle. Das kommt vom Brexit, hä? Gut. Genug politische Themen angerissen. Okay. Da lang. Und genau sowas hätte ich gerne. Töten, zerstören. So, mit dir weichklopfen, mit dem anderen abschießen. Ist noch vertretbar der Schaden. Heavy Damage. 40%. Ja gut. 40% von der Flugfähigkeit entfernen ist schon. Sehr schön. Dann staubt jetzt jemand mit 0 Kills mal ab. Genau, nicht abhauen. Ich brauch dich. Ich brauch dich auf dem Boden. Mit möglichst vielen Aliens drin. Damit ich meine Waffenfragmente mit Alloys bekommen. Würde bitte jemand treffen. Contact lost. Contact detected. Go. Nicht abhauen, Ufo. Nicht abhauen. Ich weiß, es ist gerade langweilig, wenn man andauernd angegriffen wird und keiner trifft dich, aber bleib trotzdem hier. Yeah. Danke.
Gott. Contact lost. Contact detected. Wenn jetzt ein Satellitenzerstörer kommt, wie? Engaging bogey. Was war das gerade? Danke. Danke. Oh, ich weiß, woran das liegen könnte. Nee, hier. Ja. When selecting a specific jet within the hangar, you can choose to modify its current weapon loadout to best serve our needs. Ist wahrscheinlich nicht so. Aber die haben alle noch keinen Namen. Deswegen sind sie doof. Jetzt haben sie alle einen Namen. Und sind dementsprechend toll. Was? Nein. Achso, du hast noch keinen Namen, weil du noch gar nicht da bist. So, wir haben jetzt Buckeye, Merlin, Spike, Bucky und Pagan. Es ist nicht Pagan, das wäre anders geschrieben, oder? Oder doch? Stimmt, das könnte Pagan sein. Ja, und ihr trefft jetzt hoffentlich Dinge. Die zwei sind noch einsatzbereit, du bist gleich einsatzbereit und der hier innerhalb von einem Tag. Also selbst wenn ein Satellitenzerstörer kommt, haben wir noch genug Firepower. So, und jetzt kümmere ich mich um die Aufstufung. Du bekommst Executioner. Ursula. Was passt denn zu Ursula? Eine Soul, ne? Ja, denke ich mir auch. Jim, 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 Jim. Run and Gun. Oh. Was fehlt denn eigentlich gerade noch so? Infanterie. Ganz normale Infanterie. Jo. Kann man eigentlich nie genug von haben. Okay. Und jetzt geht's dann. Sand Sky Ranger. Ich hätte gerne. Ja, ruhig einen guten Assault dabei. Einen guten Infanterie. Und ein Engineer. Also den Outsider knacken, durchflankieren und Run and Gun. Einfach mehr schießen und Deckung wegsprengen. Will ich jetzt drei Rookies mitnehmen in eine UFO-Sturmmission? Nein. Ich nehme einen Rookie mit und noch zwei Specialists. Die Rookies level ich lieber bei den Abduction-Missionen, bei den leichten. Und sogar mal ein Medic, ja. Und ein Rookie. Die Ausrüstung ist immer noch recht überschaubar, also lasse ich euch mal mit dabei. Das ist mal ein Flashbang. Du bist okay, du bist okay. Du bräuchte jetzt den Scanner. Medic sollte auch Medpacks haben. Gut. Und du bekommst mal eine Smoke Grenade oder zwei. Na komm, eine reicht. So. Das schaut gut aus. Launch. Touching down. France is sending an urgent mission request. The downed UFO is in a remote area outside a small town. If we can secure the crash site, we should be able to prevent any civilian casualties. Ah, ist gerade ein Gesicht despawned. Sehr verstörend. Oh, ich sehe recht viel volle Deckung, aber es hilft den Aliens genauso wie mir. Sonst hatte ich die Karte noch nicht wirklich häufig. Ich weiß gar nicht, ob sie in der ersten Staffel überhaupt noch eine Karte. Ah, privat auf jeden Fall. Affirmative, Big Sky. Strike 1 is free to engage hostile targets at the crash site. Nix aufgescheucht. Bin mir nicht sicher, in welche Richtung ich laufen muss. Ja, wir sind genau mittig. Ja, dann lauf mal mittig weiter.
Ja, okay, wirklich weit kommst du nicht. Dahin. Okay, nichts in der Nähe, wir können uns also optimal positionieren. Estoy en marcha. Und jetzt am Anfang sollte das Auffächern noch okay sein. Also wir gehen jetzt mittig auf dem UFO zu. Wir könnten also mehrere Gruppen triggern, aber wenn, dann sind es ja halt mehrere Gruppen von Sektoiden. Dann mache ich mir nicht so die Sorgen. On the move. Du solltest noch mittig mit hin. Ja, da. Lärm. So. Hallo. Aber keiner sagt mir wo. I'm on the move. Immer noch nichts. Ah, da ist was. Und das ist auch das UFO. Dann begeben wir uns doch mal hier zu der Tür. Öffnen sie aber noch nicht. Du auch bitte dahin. Der Rest kann jetzt sich ebenfalls hier mit hin bewegen. Dass wir den Trupp aufmischen und dann Richtung UFO gehen. Mit etwas Glück gibt es hier nämlich nur einen einzigen Trupp. Und den Outsider. Zack McKnight. Was für ein Name. Du musst ein Superheld sein. Nicht unbedingt ein Marvel-Superheld, weil die haben immer diese Doppelnamen, die ein bisschen kitschig sind. Aber vielleicht DC. Alt. Lauter. Also eben hinter dem anderen Gegröle. Guck mal da durch das Fenster. Kommst du mit einer Granate? Ja, nein. Da hin und springst da die Wand weg, damit alle auf den Schuss kommen. Ja, Wand ist weg. Dann machen wir den angeschlagenen weg. Für 73% sollte eigentlich passen. Eigentlich. 78 sollte ebenfalls passen. Passt. Dann haben wir. Kannst du aus der Deckung da schießen? Nein. Kannst du aus der Deckung irgendwas Sinnvolles tun? Jetzt soll ich die Heuballen da wegmachen. Er hat schon mal angekratzt und seine Deckung weggenommen. Wir bräuchten jetzt nur halt jemanden, der auch da schießen kann. Wie dich zum Beispiel, Zack McKnight. Deine Stunde. Bleibst nur noch du? Du hast schon die Close Combat Fähigkeit, also ich schicke dich einfach mal hier hin und hoffe, dass er durch die Tür läuft. Fliegt. Schwebt. Anderweitig sich fortbewegt. Er macht gar nichts. Aber. Ja, ist okay. Kann er mit leben.